kann damit auch wirklich schön schnitzen oder stechen oder schlitzen. Ich weiß ja nicht, was ihr damit machen wollt. Schnitz. So, Freunde des Messersammelns. Heute wieder etwas Neues vom schönen Atlas-Versand bekommen. Haben wir hier. So wird das immer geliefert. Zack. Schönes Kampfmesser aus dem Zweiten Weltkrieg. Italienisches. Im Ersten Weltkrieg haben sie große Mengen österreichische Messer erbeutet. Die waren wohl ursprünglich das Vorbild dafür. Das Kampfmesser 1938-40 wurde es wohl genannt. Aus Italien, wie gesagt, wurde benutzt von Fallschirmjäger. Und schauen wir uns das mal an. So wird das geliefert. Ne? Dazu bekommt man hier noch so ein lustiges Heftchen, da kann man sich dann belesen, was so ein bisschen zum Vorbild zu sagen ist. Gibt es ja noch mit dazu. Was ich schon mal interessant fand, das war hier diese lustige Gürtelspieße hinten dran. Man kann das hier öffnen. Der Gürtel wird durchgefädelt, wieder zurück und Vorführeffekt schnapp geschlossen. Das ist schon mal eine ganz interessante Sache. Habe ich so in der Form noch bei keinem Messer gesehen. Was ist dazu noch zu sagen? Die Klinge ist ganz interessant. Hier drüben ist angeschliffen. Eine Dolchklinge, sage ich jetzt mal. Ansonsten vielleicht noch, der Griff ist aus Buche und der geht komplett um die Angel drumherum. Das ist eigentlich auch relativ selten bei Messern. Ansonsten, ich habe es geschärft, schön scharf. Bisschen angegammelt ist es, weil wir es auch wirklich draußen benutzt haben. Was kann man dazu noch sagen? Es wurde auch an die Wehrmacht ausgegeben im Verlauf des Krieges. Also wer so Videos dreht und Reenactment betreibt, kann das natürlich auch dann gerne nutzen. Ansonsten liegt es wirklich wunderbar in der Hand. Es ist ein bisschen geschweift am Griff, sieht man vielleicht. Dadurch liegt es sehr ballig im Griff drin, das Messer. Also man kann damit auch wirklich schön schnitzen oder stechen oder schlitzen. Ich weiß ja nicht, was ihr damit machen wollt. Also bei der Zombie-Apokalypse braucht man mindestens zwei davon. Ne? Hier oben ist noch so ein Stoßleder dran, so heißt das wohl. Das ist, es schützt ein bisschen davor, dass Metall auf Metall reibt. Vielleicht kann man es auch etwas leiser in die Scheide schieben. Innen drin wird es gehalten von der Feder, also es rutscht auch nicht gleich raus. Ich würde mal so sagen, das kann man also eigentlich noch beim Camping heutzutage benutzen. Beim zünftigen Grillen vielleicht. Das war eigentlich alles dazu sagen. Ich bin zufrieden, Qualität ist gut. Kommt natürlich auch von China. Tschüss, Freunde.